Zurück nach Europa, Herr Schulatour. Wie sehen Sie die Entwicklung in Europa, gerade in Hinsicht auf Wirtschaft, Politik und Presse? Eine Erfolgsgeschichte oder eher ein Debakel? Ja, im Moment sind wir in einer sehr schwierigen Phase. Und ich weiß auch nicht recht, wie das überwinden werden soll. In Deutschland ist alles gelähmt im Hinblick auf die kommenden Wahlen. In Frankreich haben wir es mit einem Präsidenten zu tun, der seiner Aufgabe offenbar überhaupt nicht gewachsen ist. Und wir haben die südlichen Mitgliedstaaten, die ja alle in schweren finanzieller Misere leben. Also das ist ein schwieriges Problem geworden. Nur aus der Eurozone auszusteigen, wäre im Grunde kaum vorstellbar. Es gibt auch keinen vernünftigen Menschen, der das vorschlägt. Und die Alternativen wagen sich da auch nicht so ganz aus dem Busch raus. Die Idee, dass man nun den nordeuropäischen Staaten eine, wie soll ich sagen, Gegen-EU bilden könnte, da muss man einen Blick auf den Atlas werfen. Wer wäre denn dieses verfügbaren Staat? Die Engländer würden sich einer solchen nordeuropäischen Koalition mit Sicherheit nicht anschließen, wo Deutschland die absolute Vormacht sein wird. So herzlich sind die Beziehungen zwischen London und Berlin auch nicht. Und andererseits, was käme noch dazu? Es käme noch Holland dazu, es käme vielleicht Finnland dazu und Dänemark. Norwegen ist schon außerhalb der Europäischen Union. Also das wäre eine etwas klägliche Koalition da oben. Und sie haben ja auch ein Wirtschaftsmodell, das eher dem amerikanischen entspricht. Und das ist ja doch einer der Hauptfaktoren an der wirtschaftlichen und finanziellen Misere vor allem gewesen, in dem wir heute stecken.